Guten Abend, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zurück hier bei Crusader Kings 2 und der Dynastie der Sieghardinger mit unserem Despoten Paul Humbert von Deutschland. In der letzten Folge sind wir einigen Kriegen beigetreten und können da nicht wirklich viel helfen, da alle, wirklich alle wesentlich mehr Einheiten haben als wir. Wir finden auch keinen Weg, uns an irgendeine verbündete Armee anzuschließen. Und das ist schon ziemlich doof. Aber wir werden jetzt erstmal weitermachen. Wir werden sehen, was geschehen wird. Wir werden mal hier unsere Einheiten dorthin stellen. Nach Tirol. In den Bergen. Ja, warum nicht? Wir müssen dann halt ein bisschen aufpassen, dass da keine Einheiten auf einmal kommen. Sehr schön. So. Ansonsten schauen wir mal kurz, was sonst so ansteht. Wir haben ja sogar einen Rivalen, was ich vorher gar nicht bemerkt habe. Müssen wir natürlich auch ein bisschen gucken, weil wir sind ja ein zorniger, neidischer, tapferer Mensch, also zynisch auch. Vielleicht können wir da ja auch etwas machen. Da müssen wir mal schauen. Und noch ein kleiner Hinweis, ich entschuldige mich nochmals dafür, dass ich in den letzten zwei Videos keinen Spielsound hatte. Das war, weil da irgendetwas falsch eingestellt worden ist. Und wir können jemanden einkerkern lassen. Und zwar den Graf Guntram von Fürstenberg. Okay. Unser Vasall. Gut, können wir ihn leiden. Wir können einigermaßen gut leiden. Er möchte einen Anspruch auf Herzogtum Württemberg. Das können wir natürlich nicht zulassen. Fürstenberg, dann schicken wir unseren Protostrator mal dorthin. So, nach Fürstenberg. So, sehr schön. Immer noch 45%. Wir werden mal kurz... Okay, wir werden mal versuchen. Und er hat sich losgesagt. Dann schicken wir unsere Einheit mal dorthin. Der hat ja nicht so viel, oder? Nein, 300. Da brauchen wir unsere anderen Bündnispartner nicht mit reinzurufen. Können sich mal um die anderen Kriege kümmern. Ja, so etwas können wir nicht zulassen, wenn jemand einen Anspruch auf unser Herzogtum machen möchte. So, der zweite byzantinische Heilige Krieg um Kolonei ist vorüber. Basileus Theophanes von Byzantische Kaiserreich gewann. Okay, sehr schön. So. Die Meinung des Basileus verbessert sich ein wenig. Oh. Unsere Tante ist im Gefängnis. Okay, aber egal. So, eure Forschung der himmlischen Sphäre macht gute Fortschritte. Ihr seht Bewegungen und Beziehungen, die ihr euch nicht hättet erträumen lassen. Es scheint für euch offensichtlich zu sein, dass die Gesetze, die für die Bewegung der Sterne gelten, sich auch in gewisser Weise auf die Erde auswirken. Und was ist die Erde? Eieiei. Unser König ist ein intelligenter Mensch. Wer hätte das gedacht? Ja gut. Hat ja überdurchschnittlich. So. Prinzessin Phyllis von Deutschland ist nun volljährig. Sie wird ein Meistertheologe. Unsere Tochter. Sie ist volljährig. Sie ist verheiratet mit Huschpert Alachschießling. Okay, wer ist das? Ah ja, stimmt. Der Sohn. Nein, nicht der Sohn. War irgendwas damit König Kako zu tun. Aus der gleichen Dynastie auf jeden Fall. Ja, das stimmt. So, sehr schön. Wenn wir erstmal akzeptieren. Ah, akzeptieren wir auch nochmal dort. Ja, sehr schön. Damit ist unsere Tochter jetzt verlobt mit Huschpert Alachschießling. Sehr schön. Sollen wir jetzt hier belagern oder zuerst? Wir belagern zuerst und dann greifen wir dort an. Ja, ansonsten, ja, diese Herzogansprüche können wir durchsetzen. Wir können wieder mal einen neuen Befehlshaber ernennen, das ist doch mal schön. Werden wir machen. Also, schauen wir mal. Die sind richtig kacke, wenn man es mal so sagen darf. Aber was soll's.
müssen wir auf jeden Fall mal schauen, ob wir da irgendwelche Leute finden, die da ein bisschen besser sind. Ja, der mag uns jetzt weniger. Okay, naja, egal. Oh, ein Verteidigungspakt wurde aufgelöst von Theophanes der Fröhliche, der auch mit unserer Tante verlobt ist. Oh, der Krieg ist vorbei. Ja, Burtios Krieg um den Anspruch auf das byzantinische Kaiserreich ist vorüber. Basileus Theophanes von byzantinisches Kaiserreich verlor. Das schauen wir uns mal kurz an, denn jetzt ist ein, ja, der Ehemann unserer Schwester ist jetzt der Basileus von Byzanz. Und sein Nachfolger wäre der Strategos Alexandros, der Zänkische von Achaea. Okay, die haben also keine normale kognatische Wahlmonarchie. Ah, verdammt. Wäre zu schön gewesen, wenn jemand aus unserer Dynastie auf den Thron kommen würde, aber hier steht ja Nachfolger auf Grafschaft von Konstantinopel. Vielleicht wird da ja auch noch was geändert. Man weiß es ja nicht. Aber das ist doch sehr gut. Wir können ihn sehr gut leiden. Da können wir auf jeden Fall schon mal einen Nicht-Angriffspakt verhandeln. Das ist sehr, sehr gut. Er hat jetzt natürlich hier so verschiedene Pakte. Bündnis schmieden. Ja, sehr schön. Oh. Was ist da passiert? Unsere Gattin ist an schlechter Gesundheit gestorben mit 38 Jahren. Oh mein Gott. Ja, wir konnten sie gut leiden, sie konnte uns nicht leiden. Das ist schon traurig. Eieieiei. Da müssen wir jetzt jemand Neues suchen. Wir sind 36. Ja, werden wir mal schauen. Hier wäre sogar eine Gräfin dabei von Severin, aber die ist gerade mal 10. Ich weiß jetzt nicht, ob das logisch wäre. Ansonsten, wie wäre es mit ihr? Kelnissa. Ist treuherzig, geduldig, feige, gütig, gesellig, Kind einer Konkubinin. Die Tochter von Zock der Merkwürdige, Anführer der böhmischen Revolte. Naja. Ansonsten relativ jung. Wir schauen mal. Oh, wir heiraten nicht unsere gerade geborene Nichte. Das ist auch nicht in unserem Interesse. Wir schauen mal. So ab 30 hier so um den Dreh. Anakanakaris. Neidisch, ehrlich, faul, ehrgeizig und homosexuell. Okay, das kommt mal nicht in Frage. So, Pernette. Wohltätig, tapfer, gesellig, faul, gütig. So, wir schauen mal genau, was da eher passend wäre. Können wir nicht irgendwie schauen nach bestimmten Merkmalen? So, wir werden mal alle durchsuchen. Geschlecht, Frauen. Ja, Herrscher ist ja egal. Verheiratet natürlich nein. Eingekerkert nein. Erwachsen ja. Und dann noch aus unserer Religionsgruppe. Meine Religionsgruppe, ansonsten wird das nicht klappen. So, dann schauen wir mal nach, wie heißt das hier? Überdurchschnittlich. Also reicht ja schon über. Nö, finden wir schon nichts. Oder kann man das überhaupt so finden? Ich suche mal nach gesellig. Nee. Konnte man nicht irgendwie nach einem, nach solchen, Dingen hier suchen? Okay. Schade, schade, schade. Okay, da müssen wir hier so schauen. Eieieiei. Wir schauen mal. Gordana, Prinzessin von Kroatien. Die ehemalige Frau des Herzogs von Hochburgund. Sie ist depressiv, zynisch, hinterlistig, gemäßigt, zufrieden, vernarbt. Wanderpriesterer. Ah, naja. Retok. Wir könnten rein theoretisch Gertruda Motschmirit heiraten. Die ist aber schon schwanger. Okay. Sie hat eine gute Meinung von uns. Wir haben eine gute Meinung. Und wir haben ja schon mehrere Personen aus diesem Hause geheiratet, aber
Wäre das jetzt für ihn ein Problem, weil sie schwanger ist? Tapfer, zornig. Er ist ja schon neidisch und zornig. Nee, ich glaube, das wäre nichts für ihn. Ich glaube nicht, dass er da froh werden würde. Das würde nur zu Problemen führen. So, Marketta. Ah, das ist sogar die Schwester von ihr. Neidisch, zornig, fleißig. Ah, die passt doch. Dann nehmen wir sie. Heiraten sie. Da haben wir schon eine neue Ehefrau gefunden. So, nein, die Menschen respektieren Reichtum. Sehr schön. So, ihr seid euch sicher, dass ihr bei eurem Forschungsarbeiten einen Durchbruch geschafft habt. Ja, es muss so sein. Die Erde ist rund und kreist um die Sonne. Wie weniger wir über das Universum wissen. Okay. So, ich muss meine Forschungsarbeiten veröffentlichen. Dann erlangen wir 300 Prestige. Beobachtete der Sterne wird entfernt aus Disput. Und wir werden entweder der Weise, der Tüchtige, der Gelehrte oder der Priesterhasser. Okay. Und sehr viele, ja, religiöse Menschen werden uns hassen. Okay. Ich setze mein Studium im Geheimen fort. Dann halten wir die Eigenschaft Gelehrter. Nach diesem Durchbruch werde ich meine Laufbahn beenden. Kriegen wir mehr Bildung. Nein, dahinter steckt Satan. Und dann verlieren wir die Eigenschaft zynisch. So, wir sind sowieso zynisch. Also ich denke nicht, dass wir sehr viel nicht sehr religiös sind. Wir sind auch tapfer. Und auch stolz. Wir werden unsere Forschungsarbeiten veröffentlichen. Und wir sind jetzt als der Tüchtige bekannt. Und wir sind der Erste, der es herausgefunden hat, dass die Sonne der Mittelpunkt des Universums, also unseres Universums ist. Also unseres Sonnensystems besser. Kind können wir ausbilden lassen. Wen können wir denn gut leiden? Ja, unsere Mutter wird das machen. So. So, wir haben einige Menschen hier festgenommen. Wenn jetzt erstmal diese Armee besiegen, ja, der steht da nur noch alleine. So. Dann haben wir das hier auch schon mal geschafft. Sehr schön. Wir können jetzt, glaube ich, auch ihm den Titel entziehen. Werden wir auch machen. So jemanden lassen wir nicht einen Titel tragen. Sehr schön. Jetzt ist er kein Graf mehr. Da haben wir einen weiteren Titel. Ah, wir haben jetzt schon ein paar Grafschaften, drei Herzogtümer und ein Königreich, was ziemlich gut ist. Also kann man sich nicht beschweren. Wir können insgesamt auch noch eine Domäne dazu bekommen. So, Ida Sikadian ist an eurem Hof eingetreten. Warum? Oh, ihr Ehemann ist bei einem verdächtigen Unfall gestorben. Okay. Das ist unsere Cousine. Wir werden sie mal wieder verheiraten. Schauen wir mal, Matriliana, Matrilinär, Theodolus, na. Schauen wir mal eher hier so. Der Earl von Turnelwick. Oder ähnlich. Jo, der Prinz von Asturien, 72. Alles klar. Wir werden mal. Wobei, in den Kirchenstadt verheiraten wir sie vielleicht nicht. Vielleicht verheiraten wir sie an Theophilos aus unserem. Oder vielleicht Trajanos. Ja, Trajanos. Warum nicht? Mal jemand aus unserer Gegend. In unserem Reich. Kann nicht schaden. Sehr schön. Ich wollte sowieso noch etwas schauen. Und zwar könnten wir mal hier ein Gefolge vielleicht mal ausheben. Jetzt haben wir hier ein Gefolge. Und meine Katze mir... Wow. Wir haben genau ein... Okay. Oh, meine Gattin Markreta ist schwanger. Aber da stimmt doch etwas nicht. Oh, oh. Zweifel nagen an mir. Aber wobei, wir können das auch mal wieder... So, Jo.
Wenn ich darüber nachdenke, kann ich unmöglich der Vater des Kindes meiner Gattin Makreta sein. Der Gedanke an dieses Kind, das in ihrem Bauch heranwächst, raubt mir den Schlaf. Die Sache muss aus der Welt geschafft werden. Okay. Wir sind natürlich zornig, zynisch, stolz und neidisch. Ja, wir werden auf jeden Fall Nachforschungen anstellen. Da sind wir ein bisschen skeptisch. So, werden wir keine Armee anführen. So, die Magd, die ich als Spion auf meinen Gattin eingesetzt habe, bestätigt meinen Verdacht. Großhäuptling Krumm von Ostrihom ist der Liebhaber von Makreta und ihr in Wirklichkeit der Vater des Kindes. Also er hier. Okay. Aus Böhmen. Okay, Böhmen ist ziemlich groß. Eieiei. Bei Gott, ich muss die Sache unter Verschluss halten. Oder das ist Hochverrat. Das ist Hochverrat. Wir sind zornig. Wir werden da nicht... sie ist jetzt als Treulose bekannt. Wir werden sie auch festnehmen, denke ich. Weil wir ja eben schon ein bisschen zornig sind. Also wir kennen da keine Gnade. Wir werden, denke ich, auch die Ehe annullieren lassen. Ja. So. Müssen wir uns wieder mal eine neue Ehefrau suchen. So, ein Höfling in Byzanz. Rein theoretisch möglich unsere Nichte, aber... Nein, ich glaube eher weniger. So. Wir schauen mal. Eieiei. So, Cecile, Höfling in... Ah gut, wir können sie nicht leiden. So, Vetraner, Höfling in Bosnien. Klumpfüßig, tapfer, gesellig, gierig. Na gut. Wir schauen mal hier. Martinga, Höfling in Lyon. Ja, wieso nicht? Ja, wobei, das ist ein Prestige. Nee, dann eher nicht. Unser Charakter ist stolz. Dann wird er so etwas nicht tun. Dann werden wir doch eher... die hier nehmen. So. Erstmal weitermachen. Ein Kind kann weiter ausgebildet werden. Euphrosine. Okay. So. Und wir haben eine neue Ehefrau. Und zwar die Königin Kelnissa von Deutschland. Na, jetzt von Deutschland, die Königin. Hoffen wir, dass sie treuer sein wird. Aber ich denke schon. Sie hat, glaube ich, ja sogar treuherzig, ja. Treuherzig, also... Da wird sich unser Despot nicht so viel sorgen müssen, dass da seine Frau fremdgehen wird. Also ich denke, schon in seinem Interesse liegen wird. Ansonsten können wir ja mal schauen, wir versuchen immer noch ein... Beziehungen zu verbessern. Wie gut sind eigentlich unsere Beziehungen dort? Ja, relativ. So... Nächster Krieg ist vorbei, ja. Das gehört jetzt wieder den Muslimen. Aber bevor ich jetzt weitermachen werde, bedanke ich mich dafür, dass ihr zugeschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Let's Play Crusader Kings 2 mit der Dynastie der Sikadian und unserem Despoten Paul Humbert, den Tüchtigen. Das war's von eurem Kompass von Busum.